Hallo und willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zelda, wir spielen weiter. Wir sind hier am Todesberg und wollen jetzt hier weiter unser Let's Play aufnehmen. Weg nach Goronia City. Auf dem Weg nach Goronia City. Der vierte Titan steht an. Dem wollen wir es besorgen. Richtig schön, hart und gründlich heute. In unserer Session. Wir sind wie immer während eines Livestreams, für alle, die es jetzt gerade auf YouTube nachschauen oder so. Also nicht verwirrt sein. Wird automatisch jeder Pfeil zum Feuerpfeil jetzt? Hier? Die normalen, ja. Okay, ja. Ich würde den gern geben. Guck mal, da sind ganz viele Kisten. Da komme ich doch einfach hin. Du fährst jetzt in den Garten und in den Pool und fängst. Hol dir die Kisten doch. Ja, ich bin dabei. Der kann nichts. Der merkt das nicht. Achso, er hat das. Upas. Das ist richtig, das ist jetzt richtig snitchy, Alter. Da von hinten ihm da die. Ritterschild. Mm. Schön. Wollen wir ihn trotzdem geben? Felsenspalter! Oh, den holen wir uns aber, Alter. Angriffskraft plus 9, das klingt nicht schlecht. Das ist auch so ein Felsenspalter. Dann hauen wir unten hier den kleinen unten rechts, oder? Exalanze. Wollt ihr ihm jetzt einen hauen mit dem Ding? Ich weiß nicht, wir könnten ihn hauen. Können es aber auch lassen eigentlich. Wie seid ihr eigentlich allgemein mit der Switch zufrieden bisher? Überlege mir auch einen zu besorgen, sagt Conflex. Also die Sache ist ja die, wir spielen hier drauf bisher eigentlich fast ausschließlich Zelda und Mario Kart. Und das sind aber auch tatsächlich die einzigen wirklichen Titel, die draußen sind für die Switch, die interessant und relevant sind. Und das ist so ein bisschen so eine Philosophie-Sache. Bist du so ein richtiger Gamer, dann glaube ich, bist du mit der Switch noch nicht so gut bedient, weil einfach zu wenig richtig ernsthafte Titel dabei sind. Was ist das? So, wo man richtig so Zeit Vogel auch drin versenken kann und so, ne? Genau. Oder bist du im Grunde einfach nur so jemand, der halt auch mit diesen Nintendo-Sachen klarkommt und Bock hat so ein bisschen auf Spielerei, weil dieses, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass dieses Mario-Ding, dass man so einfach unterwegs diese Controller abmachen kann und in der Bahn mit seinen Kumpels spielen kann, ist eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir sind größtenteils auch so mit Performance und so weiter zufrieden. Wir haben ab und zu mal so ein Tonproblem, ne? Dass die Switch nicht also direkt irgendwie der Ton sich nicht abnehmen lässt, wenn man es in die Docking Station packt. Genau, da muss man es nochmal raus und wieder rein. Ist relativ auch dann wirklich sehr schnell gefixt. Es gab bei Zelda ein paar Ruckler-Frame-Einbrüche, das haben wir aber gepatcht. Alter. Iggy. Oh, kein Scheiß, die ballern hier überall hin. Wenn ich das Ding kriege, bist du am Sack. Jeder ist verdächtig. Ich hoffe, Amina hat die Aufnahme angemacht. Ich denke das. Ernsthaft? Hat er dir gegeben? Gut. Scheiße. Oh, Lauch. Fängt gut an. Heftiger Lauch. Ja. Im Weg nach Goronia City. Schrein in der Nähe. Ja? Sehr gut, weil wir wollen uns doch. Ist das der Titan? Ja, wahrscheinlich. Alter. Ja, ist richtig. Alter, das ist alles so gut. Das ist wieder so gut, ne? Auch wie die Hitze jetzt, wie es flimmert. Ich bin richtig da. Und das ohne Witz. Alleine für dieses Spiel lohnt sich aus meiner Sicht die Switch, weil das Ding ist, dieses Spiel ist richtig großartig. Ja. Kein Scheiß, das muss man einfach mal sagen. Zelda Breath of the Wild. Ich habe lange nicht mehr mit dem Spiel so viel Spaß gehabt. Das ist sensationell. Zieht mich richtig rein. In alles. Von der Optik her, von der Atmosphäre her, von der Story her, von den Details her. Alter, und der ist richtig mies, sieht der aus. Wird ein richtiger Krampf da hochzulaufen. Lava. Wir spielen heute übrigens die Aufnahmesession bis ziemlich genau 16 Uhr. Ja. Und dann müssen wir hier abbrechen. Wie ein Abbruch. Aha. Ein Gorone. 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 Da sind wir schon. Hi. Willkommen, edler Link. Krant. Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hier lang. Mir ist so langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre er einer der legendären Recken.
Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daruk, gekämpft hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Geil. Wenn der wüsste, ne? Tontopf kaputt. Die gute Töpferkunst der Goronen trittst du hier mit Füßen. Oder willst du mit Händen, wie auch immer. Es kommt noch Skyrim für die Switch, ja. Danke, Suki. Danke. Für was kommt Skyrim denn eigentlich nicht? Das ist wirklich ein bisschen... Wieso schon den Schrein? Hier ist alles so rot leuchtend. Schwierig. Ernsthaft mal. Aber ist ja offensichtlich die richtige Richtung. Alter, das ist richtig cool schon wieder. Was ist denn das für ein cooles Dorf? Das fand ich auch, das mit den... Sidequest. Dieses Haus gehört Brohan, dem Meisterhandwerker. Kann ich dir weiterhelfen? Von Brohan. Meister Brohan ist ein genialer Schmied, der die alten Künste weiterführt. Er ist unglaublich streng zu sich und auch zu allen anderen. Als Teil meines Trainings soll ich die Magmaroks in der Umgebung von Goronia besiegen. Aber den Magmarok am Darunia-See erreiche ich einfach nicht. Ach, wenn nur jemand anders dahin käme. Aha. Mehr Geld. Weiß jemand, ob Nintendo die Serverprobleme wegen Mario Kart 8 Deluxe im Griff hat? Also ich hatte bislang nur so richtig sporadisch Probleme. Also eigentlich kann ich da nicht von sonderlichen Problemen berichten. Amina, an den Spieltitel hast du gedacht, ne? Sorry, ich muss nochmal nachfragen. Thielspittel. Aha. Das ist der Boss? Das sieht so aus, ja. Wobei. Nee. Meinst du? Könnte sein, nee, ja. Nee, ist ein Sidequest. Aber ich möchte erst den Schrein suchen. Das ist ein Sidequest. Gehen. Er piept nicht mehr. Jetzt. Sei verflucht, Rudania! Seit Rudania sich hier herumtreibt, ist es mit den Ausbrüchen des Todesberges schlimmer geworden. Rudania ist dieser Blechhaufen da oben, auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll. Aber jetzt? Jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir ihn schon mit den Kanonen zurück in den Krater gescheucht haben. Aber er kommt immer zurück. Kanonen. Au, au. Au. Ah, ich habe nur Rückenschmerzen. Aber wer bist du eigentlich? Ich bin ein Reisender. Ich reise. Aha. Du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen. Ich bin Bludo. Bludo, Chef der Goronen, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Ich wollte Rudania wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Ziehen im Rücken. Dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen. Yunobo? Der junge Yunobo geht mir bei Rudania ein bisschen zur Hand. Er sollte in der Nordmine ein Mittel gegen meine Rückenschmerzen besorgen, aber er ist noch nicht zurück. Den können wir auch mit so einem Hamburger Akzent machen, ne? Mhm. Typisch. Bestimmt trödelt er wieder irgendwo herum. Wenn du Yunobo siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Oh! Ah, ouch. Oh, das hat richtig fies geknackt, alter Dude. Oh, au, au, au. Oh je. Okay. Okay, aber ich möchte erst den Schrein finden. Wahrscheinlich ist er beim Schrein. Ja, sieht so aus. Oha. Oha, ich glaube, da darf man nicht reinfallen. Mm. Das hier ist die Mine, ja? Nee. Ein Häuschen. Eins laden. Eins laden zum Schlafen. Fürs Schlafen. Dann muss ich doch da oben lang. Mhm. Ich glaube, wir müssen noch mal ein klitzekleines bisschen was kochen. Bevor wir... Woher hast du die Feuerrüstung? Ich kann es gerade gar nicht lesen. Die haben wir bekommen, als wir in der Goronenmine am Fuße des Todesbergs, da mussten wir Feuerechsen sammeln. Das sind... Sprechen. Oh, ein Hylianer! Was machst du denn hier? Die Augen, Alter. Das war gut, ne? In dieser Richtung gibt es nichts außer einer verlassenen Mine. Da treiben sich Monster rum, das ist gefährlich. Kannst du diesen Sitz nicht? Nee, kann ich nicht machen. Hast du ja schon erzählt, wo die... Ah ja, oder da vorne, den Stein mal hochheben vielleicht kurz.
Nee? Nee. Sah aber schon verdächtig aus, ne? So ist nicht. Rup, rup. Ausrüstung. Da ist der Schrein. Ah! Dort. Dorte. Am Fuße. Schön rein jetzt. Ab geht's. Schön Schrein. Shimoitose. Oh, was sah denn für ein Gebläse? Gar nicht gesehen. Hm, irgendwas bläst da kräftig. War schon lange her, dass... Ach, hier so einer. Ekelhaft. Die hasse ich. War schon lange her, dass wir mal wieder so einen ganz normalen Schrein gefunden haben, wo wir einfach reingehen können. Einfach rein und nicht irgendwie vorher... Einfach schreien. Schrei! Schrei! Wenn du selbst bist. Oh Gott, Tokyo Hotel Song. Schon lange her, Tokyo Hotel. Ja, wobei die ja wieder jetzt kommen, ne? Schwankendes Feuer. Ja, ja, die sind schon ein paar Mal wieder gekommen. Aber letztendlich... Aha. Feuerschwert. Was? Ah. Oh, muss man aufpassen. Wackelt. Also jedenfalls gibt es da für 10 Feuerechsen kann man die tauschen, diese Feuerrüstung. Genau. In der Stadt dort unten. Und die Feuerechsen findet man ganz einfach. Gar kein Problem, die laufen da überall rum. Felsspalte, noch einen. Haltbarkeit plus. Haltbar ist natürlich nicht schlecht. Das weg hier. Was hatte die als Bonus? Ja, trotzdem nur Stärke 12 ist ja wirklich nichts. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Nee. Nichts? Keine. Hat sich nicht gelohnt. Ja, hat's nicht. Kann man nicht sagen. Aha, Wächters. Mini-Wächters. Oh, okay. Komm, mach einen dicken. Mach einen dicken Schwert. Nicht das Feuerschwert machen. Bei ihm nicht effektiv. Wollen wir so einen Spalter nehmen? Ja, ja. Spalte ihn mal richtig. Vielleicht eine andere, andere Rüstung nochmal, die mehr Geschmack hat. Oh, nicht schlecht. Diese kleinen, die können ja nichts. Zack. Ja, gut. Ist ganz geil, wenn wir schon so mittlerweile einfach auch mal so ein Ding one-hitten können, ne? Das war ja auch mal eine Zeit anders. Ganz anders. Oh, ein Rodonit. Rodonit. Zack. Das Wächterschwert ist natürlich eigentlich interessant, ne? Ja, ich mag die eigentlich gerne. Die Wächtersachen. Lass mir einen Überblick verschaffen, was das überhaupt ist. Einfach so. Also da vorne ist ja irgendwie so ein Propeller-Dings. Das müssen wir gleich von oben, glaube ich. Was hat das denn hier? Kann man jetzt so nicht sehen. Kann man nicht sehen, einfach so? Casino. Ich rede nicht von Pokémon, Leute, sondern Zelda. Wegen dieses, dieses Casino-Tricks? Ja, nee, wüsste ich nicht. Ah, nee. Das ist auch sehr haltbar, natürlich. Das ist doch die 20, aber die Elsterlanze? Ist nur aus der Luft gut. Das machen wir wirklich selten. Überhaupt nicht. Du hast nur nicht dann die richtige Waffe am Start. Oh. Okay, noch erschließt es mir nicht genau, was wir tun müssen. Aber stimmt. Gegen die Wächtergegner immer das Masterschwert, Jungs. Dafür habt ihr es euch doch geholt, schreibt DGD. Na gut. Na gut. Vielleicht. Da ist es besonders gut. Das Masterschwert. Was nicht, wie man denken könnte, der Master Chief ist. Schmeiß ein Feuerschwert weg. Ihr habt doch noch zwei. Ich weiß nicht, die Feuerschwerter. Eigentlich stehen wir auf die. Vor allen Dingen, wenn wir so in kalten Regionen rumlaufen müssen, ist es so angenehm. Das sind wir natürlich jetzt erstmal nicht. Ja. Aha. Wenn du weggehst, ist die Lampe wieder oben oder was? Na. Ah. Runtergefallen. Wo ist hingerollt? Ich glaube, es ist noch da oben. Oh, okay. Das ist cool. Cooler Schrein? Cooler Schrein. You like that Schrein? Ah, Trüchen. Immer mit der Truhe.
Eisfallen. Oh ja, sehr gut. Warum gibt es sowas nicht häufiger? Immer die werden wir heute noch brauchen, glaube ich. Habe ich so gesehen. Wahrscheinlich. Hm. Ich glaube, das wahrscheinlich. Wird der will wahrscheinlich Eispfeile, ne? Okay, da ist das Ding. So, da müssen wir dieses Tor aufmachen. Somehow. Da ist noch ein Türchen. Noch ein Türchen. Ah. Noch ein Button. So. Aha. Das war das aber. Schnell bevor es aufhört zu drehen, wahrscheinlich. Weiß mich aber nicht. Ach, guck mal, viele Truhen hier drin. Ja. Was ist da los? Einfach so geschenkt. Immer. Kleiner Schlüssel. Ah ja, das die Tür habe ich schon gesehen. Aber das wahrscheinlich haben wir jetzt einfach viele Schreine gemacht. Da waren halt auch echt ein paar schwere dabei. Und deswegen kommt das uns jetzt so leicht vor, glaube ich. I don't know. So, wo waren das? Tür war doch irgendwie ganz am Anfang, oder? Oder war die hier bei der? Also gefühlt war die irgendwie hier unten. Oder vertue ich mich? So vertust dich. Wir sind doch eben an so einem Schlüssel vorbeigelaufen. Ja, ja. Das war, glaube ich, direkt hier. Ja, da. Ah, okay. Mhm. Schalussel. Schaluss. Okay, zwei Stück. Mhm. Aha. Abschießen. Oh. 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 Ja, egal, mach's mit dem Schwert. Feuerschwert! Zündung! Hallo? Kmetschi, hallo! Kein Bock mehr zu lernen, schreibt er. Was lernst du gerade? Oder wo hast du gerade aufgehört zu lernen? Also rum. Achso, das war ich glaube, es geht einfach da geradeaus durch. Ich hab gerade vergessen, was das macht. Genau, lenk dich ein bisschen ab. Gwildor, schönen guten Morgen. Gwildorian. Hallo. Wer da alles ist? Schön. Oh, Amina zeigt uns Twitter. Hat das einen Grund? Brauchst du ein bisschen rum? Hat nichts mit uns zu tun. Sie macht ihr Ding. Dicker, nichts mit uns zu tun. Ist klar. Okay. 6 Prüfungen stehen an beim Kmetschi. 6 Prüfungen? Ah, ist scheiße. Oh, Alter. Und vor allen Dingen, das ist halt immer das Blöde bei so Schule und beim Studium, dass diese Prüfungen halt alle in so einer Phase kommen. So geballt, ne? Macht ja auch irgendwo Sinn. Ja, aber es ist trotzdem dumm. Einfach. Es ist halt irgendwo auch ein Stresstest, ne? Also das ist halt, ist ja nicht alles nur Zufall, dass man da gleichzeitig mit dem Stoff halt durch ist. Quildo schreibt, ob wir alle gut geschlafen hätten. Er hätte heute Morgen verschlafen. Das passt sehr gut, weil wir haben heute Morgen genau darüber gesprochen. Übers Aufstehen und Aufwachen morgens. Ganz interessant. Falls du die Folge nachguckst, dann wirst du wissen, wovon wir reden. Ja, jedenfalls das mit den Prüfungen ist genauso auch bei mir. Also ich habe deswegen auch dann immer ganz gut gefunden, wenn der ein oder andere, wenn die ein oder andere Hausarbeit dabei war, statt mal, nur. Das brennt jetzt. Ist das dann gleich? Ist das dann gleich geröstet? Nee, ist einfach weg. Wow. Evas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Weiß ich nicht. Die beeindrucken mich optisch nicht so. Finde ich ein bisschen zu statisch. Oh, das lieb, Amina. Amina bringt uns ein Glas Wasser. Mm. Ach, guck mal. Guten Morgen, Johnny Soulbound. Oh, moin. Hallöchen. Guck, gestern noch hier und jetzt schon wieder hier, nur im Chat. Chat. Genau, ich will doch jetzt erstmal Zelda genießen. Sehr gut. Das ist eine gute Idee. Genieß das. Schön wach werden. Wenn man hier weitergeht, wird die Brandgefahr immer größer. Außerdem gibt's da jede Menge Monster. Kennst du Yunobo? Also, ich kenne dich nicht, ja? Wieso kennst du Yunobo? Der Chef sucht ihn. Was? Der Chef? Ja? Dann sag ich dir besser, wo Yunobo ist. So richtig Bauarbeiter, ne? Ja. Also Yunobo, ja? Der wollte Schmerzmittel holen. Er ist zum Speicher gegangen, aber stimmt, jetzt ist er schon eine Weile dort. Hier ist es gefährlich, also solltest du besser nicht nach ihm suchen, ja? Sonst noch was, ja? Tschüss, auf Wiedersehen. Jules fragt gerade mal. Wiederschauen, ja? Braucht man eine spezielle Rüstung, um in dieser Hitze zu überleben, oder gibt es ein Rezept oder sowas? Es gibt beides. Es gibt beide Varianten. Hey,
Finger weg von der Kanone. Dir gehört dem Chef, ja? Pass bloß auf, dass du nicht an den Hebel kommst. Ja? Ich würde gerne einmal an den Hebel kommen. Genau, worum es geht. Es ging am Anfang kurz um Trunks. Wir haben deswegen ein bisschen später nochmal später angefangen. Irgendwie ist noch ein Trunks aufgetaucht. Ist das der Hebel? Du willst doch jetzt keine Kanone hier feuern, oder? Ich würde mal feuern wollen. Darf ich mal dranhauen? Geht aber nicht. Oh. Ah, okay, du musst da was reintun vielleicht. Vielleicht kann man das füllen mit Bomben. Und dann auf den Button vielleicht. Ja. Zündeln, ey. Interessant. Bonsoir, Senor Buddy. Ja, du bist genau richtig hier, mein Freund. Ja, über dich haben wir schon gesprochen. Heute. Guck dir das Debakel mal an. Ah, ich habe ein bisschen geschützt. Amina, hast du mal ein Handtuch? Das wäre ganz lieb. Guck mal, was passiert ist heute, Buddy. Das hier ist ja ein Trunks, ne? Der stand schon relativ lange bei Marcel jetzt auf dem Schreibtisch. Und jetzt eben macht es Krach, Bumm. Und es fällt ein, warte mal. Es fällt ein weiterer Trunks. Vielen lieben Dank. Von unserem Küchentisch ab. Und ist dabei kaputt gegangen.